Hallo, hallo und willkommen bei einer neuen Folge von Warcraft 3. Yeah! Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin euer Xauk und wir legen auch gleich los mit Kapitel 2, der lange Marsch, 2 Tage später auf den öden Ebenen des Brachlands. Ja, letzte Woche haben wir uns mit den Tauern verbündet und die brauchen auch unsere Hilfe. Wunderschön. Fast wie die Gegend, aus der mein Volk ursprünglich stammt. Ja. Wir Tauren hatten immer großen Respekt vor den Werken von Mutter Erde. Es gibt schlimmere Schicksale, als frei in den Ebenen zu leben, junger Kriegshäuptling. Vielleicht. Aber mein Volk verdient ein eigenes Land, Kern. Kriegshäuptling, eine Herde Marodeure stürmt auf uns zu. Kern, die Kodos sind überlastet und müssen ausruhen. Warum bleibt ihr nicht hier, die Karawane zu schützen, während wir eine geeignete Oase suchen? Ha, mich müsst ihr nicht bemuttern, Junge. Ich bin vielleicht alt, aber nicht hilflos. Hat doch keiner gesagt. Wow, vorsichtig, ja? Okay. Unsere Gruppe hier... Ich bin der Kriegshäuptling. ...möchte zur ersten Oase... Oase? Ich will jetzt auch gerne eine Oase... Dabu. Okay, ja. Gehen wir wandern. Für die Ehre. Können ja jetzt hier ein bisschen über Gott und die Welt reden. Ja, gestern war so schönes Wetter, aber heute regnet es. Ja. Ist ja voll ekelhaft. Dabu. Das machen wir aber nicht. Wir konzentrieren uns auf das Spiel, denn hier sind wohl so komische Zentauren auf dem Weg, uns anzugreifen. Lockner rasch! Verteidigungsstellung einnehmen! Lockner, Ogar! Niemand stellt sich uns entgegen! So. Jetzt frage ich mich nur, wo der stirbt. Wo mein ganzes Zeug hin ist. Ich hatte so schöne Sachen. Für die Ehre. Was mir auch auffällt, wir hatten mehr Orks, weniger Trolle. Haltet die Formation! Die Kodos müssen beschützt werden. Wow! Ach, wir werden auch von hinten angegriffen. Sie sollen die Tauren nicht unvorbereitet finden. Dabu. Schabalaba. Ja. Also weiter. Niemand wird überleben. Schabalaba. Muss man ja aufpassen, auch hinten. Das gibt's doch nicht. Lockner rasch! So, können wir hier kurz gucken gehen, oder? Ja. Dabu. Für Doomhammer. Ich hoffe, dass wir das jetzt hier nicht bereuen. Eure Zeit ist gekommen. Die Zentauren sind zurückgekehrt. Wir werden angegriffen. Wir kommen zurück. Es wird überleben. Ja. Genau, geht ihr schon mal da runter? Quatschen. Für Doom, Herr. Ah, das haben sie jetzt alleine gut geschafft. Okay. Ja. Ja, die Wölfe können wir da stehen lassen. Toll, jetzt haben wir Dabu. Eine schöne Rolle der Heilung bekommen. Eure ganz Zeit toll. Ist gekommen. Ganz toll. Großes Kino. Yay! Level up. Ja, für die Ehre. War das nicht früher immer so, dass wenn man Level Up hat, dass dann sich das Leben und das Mana auffüllt? Heute ist das nicht so. Logregar Nogal. Die Marodeure greifen wieder an. Ja. Steht auf und kämpft, meine Brüder. Wir sind auf dem Weg und helfen euch. Lockner rasch! Eure Zeit ist gekommen. Ach, das schaffen die eigentlich gut allein. Dabu. Für Doomhammer. Für Doomhammer. Yeah. Wir bräuchten mal demnächst neue Einheiten, weil wir haben nicht mehr viele. Lockner rasch! Für Doomhammer. Für die Ehre. Okidoki. Gehen wir mal weiter.
Da haben wir die erste Oase. Dabu. Da können wir wenigstens ein bisschen Gesundheit tanken. Schweinchen! Oh, Schweinchen ist weg. Zromka, Krieger. Yes. Ihr seid von den Warsong, richtig? Ja, Kriegshäuptling. Hellscream schickte unsere Gruppe aus, euch zu suchen. Aber wir wurden beim Angriff der Pferdemenschen getrennt. Seid unbesorgt. Wir finden sie. Trinkt erst einmal aus dem Teich. Die Geister dieses Ortes werden euch wieder stärken. Da, Schwein, 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 Schwein. Ich will, dass das Schwein explodiert. Komm schon. Yippie. Also weiter. So, okay. Wir sind bereit für den nächsten Kampf. Ja. Lockner rasch. Für die Ehre. So, hier lang oder durchs Wasser? Ja. Ihr wartet noch ein bisschen hier, oder? Dabu. Oh, Möllex ist gekommen. Lockner rasch. Für Doomhammer. Bringen die uns hier was? Haltet die Formation. Die Kodos müssen beschützt werden. Ah, das schaffen die allein. Bis wir da zurück sind. Ja. Sind die tot. Ja. Dabu. Okay, mehr ist hier nicht. Sag ich ja, schaffen die schon. Sind ja auch noch hier schön am Brunnen, da können sie sich noch ein bisschen heilen. Dabu. Heile, heile, heile machen. Kleines Babychen. Dabu. Ja. Für die Ehre. Dabu. Für die Ehre. So viel Weg und nichts ist los. Ja. Für die Ehre. Dabu. Da. Boah, das sind, manchmal sind das aber Riesenklötzer, diese Zentauren. Also das sind schon manchmal ganz schöne Oschis hier. Meine Fresse. Da hätte mein Volk eine lange Zeit zum Fressen. Für die Ehre. Schön. Dabu. Aber die werden ja sofort zum Skelett. Haltet die Formation! Die Kodos müssen beschützt werden! Schauen wir mal kurz nach. Wir werden angegriffen. Das schaffen wir schon. Oh! Das ist blöd für jetzt. Doomhammer. Schnell, auf da geht! Jetzt haben wir uns hier mit den Donnerechsen angelegt und mit den Zentauren hier an der Ecke. Schattenwürfel. Kommt und helft mir. Das sind ja gar keine Schatten, das sind Wildgeister. Ah, ist doch alles dasselbe. Was soll das? Ja. Dabu. So. Donnerechsen! Oh, das sind schon Orchis. Für die Ehre. Meine Güte. Dabu. Ich hoffe, dass das jetzt nicht so dumm ist, ne? Lockner rasch. Sollen wir hier reingucken? Oh, wie? Ich weiß nicht. Klüger wäre es, zurück zum Brunnen gehen und kurz heilen, aber das machen wir jetzt nicht. Ich habe keine Lust dazu. Wir riskieren das jetzt einfach. Für Doomhammer! Haltet die Formation! Die Kodos müssen beschützt werden! Schafft ihr das? Ja, das schafft ihr. Oh, das sind aber schon einige. Ah, das schafft nicht. Überleben. Go, go, go. Dabu. Okay, weiter geht's. Ja. Huh? Oh.
Sollen wir zurückgehen, helfen? Ja, die sind jetzt schon ein bisschen verwundet, ne? Aber das schaffen sie schon. Ja, Grüße, Kriegshäuptling. Ja, Gott sei Dank. Wie können wir euch dienen? Kriegshäuptling. Hallo? Neue Einheiten. So, wir können, haben ja ein bisschen Geld. Durch das Töten kriegen wir ein bisschen Kohle. Auf jeden Fall Mana-Tränke. Rolle der Heilung. So. Die Geister sind ruhelos. Eigentlich. Wir nutzen jetzt hier eine Rolle der Heilung und kaufen uns noch eine schöne Rolle der Heilung. Also weiter. Haltet die Formation! Die Kodos müssen beschützt werden! So. Die Geister sind ruhelos. Das, glaube ich, war jetzt gar nicht mal so verkehrt. Oh, ein Taucher ist tot. Das musste jetzt passieren, oder? Dabu. Für die Ehre. Ja. Dabu. Wir haben es ja fast geschafft, Leute. Ja. Viele Einheiten haben wir nicht, die die Lufteinheiten mehr angreifen können. Um genau zu sein, nur einen. Für die Ehre. Hm. Dabu. Ja. Aber wir sind gleich an der nächsten Oase. Für die Ehre. Kommt, Schwestern. Zu lange haben wir kein Fleisch von Fremden mehr gekostet. Das ist jetzt ein bisschen blöd. Davon würde ich abraten, meine Damen. Wenn meine Wolfreiter euch am Boden haben, habt ihr kaum Chancen gegen uns. Wolfreiter? Lockner, rasch! Ich verstehe nicht ganz. Komm ja, der kommt ja da gar nicht dran. Haltet die Formation! Die Kodos müssen beschützt werden! Schafft er das? Oh weh. Ach Mensch. Ja. Weg damit. Hoffentlich hat sich das gelohnt hier. Niemand wird überleben. Oh, guck mal, die sind bald tot. Jetzt macht das Mistviech weg. Also weiter. Ja. So, schnell, 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 schnell. Für die Ehre. Hier zum Brunnen der Gesundheit. Ihr müsst mitkommen, los. Endlich die Oase. Was ist das? Katapulte der Warsong. Die könnten nützlich sein. Ehrlich. Schön! Sag mal, Katapulte. Logregar Nogal. So, kommt her, süffeln und heilt euch schön. Schön Heileile machen. Also weiter. Genau. Oh, gut. So ist fein. Hier. Das warten wir jetzt auch noch ein bisschen ab. Haltet die Formation! Die Kodos müssen beschützt werden! Nicht sterben! Okay, wieder schön an den Brunnen, Leute. Wieder schön an den Brunnen. Schön heile, heile machen. Schön heile, heile machen. Jo, wir gehen ein bisschen weiter. Für die Ehre. Hier noch schön hier Sitz machen. Hm. Für die Ehre. Ja. Jo. Jo, das passt. Für die Ehre. Oh weh. Für Doom, Herr. Das sind ja Türme. Für Doomhammer. Ah, die hätten Netze gehabt. Die Harpien hätten wir runterholen können. Ich bin der Kriegshäuptling. Was ihr wollt?
Haltet die Formation! Die Kodos müssen beschützt werden! Das auch noch! Der Kriegshäuptling! Schafft er das? Nein. Das schafft er. Okay, ich habe jetzt mal hier die Wegen auf Nummer 2. Also weiter. Damit die getrennt sind, damit ich die hier besser manövrieren kann. Ich bin der Kriegshäuptling. Für die Ehre. Lockreger Nogal. Locknarasch. Ach weh. Für die Ehre. Wir werden angegriffen. Ich bin der Kriegshäuptling. Oh, was ist das? Lockregar Nogal. Niemand wird überleben. Was ist denn das? Also weiter. Das ist ja ein Plus. Nimmt uns auseinander. Ja. Jetzt haben wir gleich keine Einheiten mehr. Nur wehe, das hat sich nicht gelohnt. Ah, der lebt wieder! Haltet die Formation! Die Kodos müssen beschützt werden! Für die der ist wieder auferstanden. Ja, ich bin der Kriegshäuptling. Oh weh. Aber das schaffen wir, das ist nicht mehr weit. Jetzt überziehen wir auch ein bisschen. Aber ich muss das jetzt hier fertig kriegen. Oh je. Die Geister sind ruhelos. Dieser Pass führt direkt nach Malgor. Aber ich fürchte, die Karawane wird überfallen, ehe sie die andere Seite erreicht. Noch stehen wir, Leute. Also weiter. Lockregar Nogal. Für die Ehre. Oh Gott. Also weiter. Die Geister sind ruhelos. Eure Zeit ist gekommen. Haltet die Formation! Die Kodos müssen beschützt werden. Oh weh. Ich schaff das! Das sind nur noch ein paar Zentimeter. Ich bin der Kriegshäuptling. Die Geister Angriff von hinten. Sind ruhelos. Also weiter. Für Doomhammer. Die Verluste sind größer, Lockreger, aber der Sieg ist größer. Die Geister sind ruhelos. Da. Ja. Der letzte Brunnen. Endlich die Oase. Puh. Ich bin der Kriegshäuptling. Was ist denn hier oben? Ach krass, lebt nur noch Thrall. So. Meine Fresse. Dabu. Wir schauen jetzt mal kurz hier schnell hoch. Für die Ehre. Dabu. Für die Ehre. Ja. Für die Ehre. Nein, da ist gar nichts. Okay. Kern, die Karawane wird es niemals rechtzeitig schaffen. Soll Mutter Erde in ihrem Zorn mit diesen Schurken verfahren, wie sie es verdienen? Yippie! Haha. Die machen uns keinen Ärger mehr. Und ihr, junger Kriegshäuptling, könnt eure Suche fortsetzen. Zum Orakel. Was ist es eigentlich? Der Legende zufolge sah es, wie Mutter Erde die Schicksalsfäden wob. Es allein kann euch euer Schicksal zeigen.
Wo kann ich es finden? Weit im Norden, im Schatten des Berges Haichal, liegt der Gipfel Stormtalon. Ihr findet das Orakel in der Höhle des Gipfels. Ich gebe euch meine besten Kodos zu eurer Unterstützung. Ehrlich? Habt Dank, Kern. Ich werde euch nie vergessen. Ziehet in Ehren, junger Kriegshäuptling. Möge Mutter Erde euch wohlgesonnen sein. Ach, ist das toll, hä? Ja, schön. Haben wir's geschafft. Ja. Das war echt knapp. Hätte ich jetzt gar nicht gedacht, dieses hässliche Zentaurenvieh da rechts in der Ecke, da das wieder auferstanden ist, das hätte uns beinahe auseinandergenommen. Uiuiui. Naja, gut. Nächste Woche geht's dann weiter mit hier dem, mit dem Ruf der Wahrsung. Ja. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn das der Fall ist, lasst einen kleinen Like da. Nächste Woche geht's dann weiter. Ich hoffe, ihr seid mit dabei, wenn es heißt Warcraft 3. Yeah. Ciao, ciao.